Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why. Ja, wir sind jetzt zuletzt bei dem Rätsel stehen geblieben. Ich hatte ja noch die Geschichte vorgelesen. Wir haben in der ersten Schachtel eine Fackel gefunden. Das heißt, jemand möchte, dass die Gute im Dunkeln sieht. Dann haben wir ein Schwert gefunden. Jemand möchte, dass sie sich verteidigt. Und wir haben einen Geldbeutel gefunden, damit sie sich alles kaufen kann. So. Im Dunkeln sehen. Es ist schwer, weil ich nicht jede Geschichte bis jetzt gelesen habe. Es ist echt schwer. Ich kann aber auch nicht jede Geschichte jetzt lesen. Fackel, Schwert und Dingens. Ich könnte jetzt raten. Was ist eigentlich ein Bisam? Ach, die Bisamratte. Ja, klar. Okay, gut. Platz. Ja, dich meine ich. Platz. Die nervt mich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich müsste das jetzt alles lesen, um das herauszufinden. Ich denke mal hier. Ich denke mal so. Und jetzt hat er auch noch gerülpst, ey. Die alte Sau. Da müsste ich jetzt echt jede Story lesen. Ansonsten komme ich nicht drauf. Ich lese mal ein bisschen durch und ich meine, ich lese die noch hier in dem Let's Play vor, aber ich lese mal so mal ein bisschen durch. Vielleicht finde ich was. Bis gleich. Okay, ich bin wieder da. Ich habe jetzt mal so ein paar Sachen überflogen. Und zwar, ja, wir haben ja als erstes Geschenk die Fackel gekriegt. Und die Fackel, die steht so halt für so, für Ordnung und, ne? Also, für das Dunkle und, ich möchte eigentlich nicht zu viel spoilern. Das Problem ist, das wird einem halt klar, wenn man diese Geschichten alle hier liest. So, das Problem ist aber, wenn ich diese Geschichten jetzt alle lesen würde, dann wäre die Folge zu Ende. Ich würde das ja immer nach und nach machen, dass ich in jeder Folge vielleicht mal so zwei Geschichten lese. Und dann wird einem halt auch klar, welches Tier wirklich zu diesen Geschenken passt. So, wir haben Fackel, Schwert, Geldbeutel. Ich löse jetzt das Rätsel. Wir haben nämlich auch die Wahl, habe ich gerade gesehen, wir haben auch die Wahl, jetzt die Tür trotzdem einfach so aufzumachen, aber wir wollten das Rätsel lösen. Und die Fackel steht für den Elch. Dann kommt der, oh, jetzt habe ich den Bär weggemacht, dann kommt der Bär wegen dem Beschützen. Die Geschichte vom Elch haben wir noch nicht gelesen. Und dann kommt der Pelikan mit dem Geld. Die haben wir ja auch noch nicht gelesen. Aber kommt noch. And boom. We're in. Mm-hmm.
so many years, I expected this to feel more, you know, like a win. Speak for yourself. I'm the one who solved the riddle. Why do I feel like you're not gonna let me forget that? Where do you think we should start looking? I don't know. Where in this mess would she stash someone else's personal thoughts? Oh, wir haben eine Erinnerung, 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 aber wo? I just can't get through. Whatever's going on, they won't let me in. They used to tell me everything, but they shut me out, Tessa. They've shut me out. I've had so much on my plate lately, and they're convinced I'm the enemy, and I don't know why! I need them. I need my goblins. Mm-hmm. I remember now. We heard her crying. We listened through the door. Seeing her like this, as if she's still here, it's... It really sucks. She was really coming apart those last few months, wasn't she? Ja. Wir haben irgendwas gefunden. Aber wie das hier alles auch aussieht, ne? So unaufgeräumt teilweise auch. Das hier finde ich so cool. Ich wollte schon immer sowas haben vor dem Bett, ne? Aber ich hatte nie den Platz dafür. So she was standing here, spying through the window, drawing us while we played. She always had her eye on us. My entire body just shivered. Straight in the trash? No. I bet we could sell it on the internet. True. Maybe we could sell it to the guy who collects John Wayne Gacy's clown paintings. Der war gut. Hmm. I tried to read this one. I can never figure out the order of the chapters, though. Didn't the author go insane or something? No wonder Marianne liked it. Ob es das Buch wirklich gibt? Ugh. Sewing lessons were the absolute worst. She made all our clothes. I'm sure she needed the help. And I, for one, am happy I can fix a torn seam. Ist schon praktisch. She and Tessa were best friends. Until suddenly they weren't. Wonder what happened. Either Tessa got sick of Marianne's moods, or Marianne got sick of Tessa's judgment. Hmm. She always had to have a picture of us close by. Why this picture, though? I mean, do you see the expression on our faces? She always had to have a picture of us close by. Oh. This explains a lot. They're mostly full. She was too stubborn to take medication. Hm. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie welche genommen hätte. Das Tagebuch. It's here. Don't touch. Don't touch. I knew it. I fucking knew it. Do you think she read it? Of course. She was nosy as hell. Was? Gender? Jugend präsentiert vom Bund für traditionelle Familien. Jugendcamp. Sie hatte vor, ihnen ein Camp zu schicken? In diese, oh mein Gott, in diese Bekehrungscamps oder was? Ich konnte es jetzt so schnell nicht lesen. Tyler. Tyler. What? Look. Ein Transgen. Ah, Kind aufziehen. Ha? Doch nicht, wie ich dachte. Where did you find that? It was on her desk with her papers. Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this.
But it doesn't make any sense. She was mad, right? She was mad at I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. She was mad and she attacked you. We both saw it. Then what is this shit? I don't know. I don't know. Tyler, come here. She can't do this to me. Not now. When I finally made sense of a few things. Well, that was your first mistake. Thinking the world made any kind of sense. Ten years in the grave, and she's still finding new ways to piss us off. Yeah. I think I need some air. Are you really, really sure? Oh, Vergangenheit. Yeah. I am. Do it. Okay. Here we go. Ach, wie süß. Sie hat ihr die Haare geschnitten. Ach, das war der Tag dann. Wow. Is it all gone? Yeah. Na gut, ich wäre als Mutter da auch ausgerastet. It looks amazing. Really? Yeah. I can't wait to show Mom. She's been so sad lately. More than sad. She's been scary. Yeah, but not tonight, though. It was almost like a party. Thank you, Allison. You don't have to thank me. You're my sister. I feel more like... your brother. Brother? Sister? We look out for each other. But I'm pretty sure I just gave you a really bad haircut. Fuck, das ist so süß, ne? Mom? Mom? Wie locker Kinder mit sowas umgehen, ne? Das ist echt. Jetzt erleben wir den Abend wohl? Oder erleben wir den nicht ganz? Boah, das wird mich so abfacken, ne? Mit der Tür. So ein bisschen Gänsehaut. Die Jacke ist so geil, ne? Das ist
Scheiße. Hammer. Glad we found your diary. Me too. I guess she was trying to figure out where you were at. Yeah, well, she should have asked. I wasn't some goddamn research project. I was her child. About the book. Raising your transgender child? Do you even know how rare these books were in 2005? Was she trying to figure out how to support me? Maybe. Which, she wasn't trying. She never... It doesn't make sense. I know. You cutting your hair was what set her off, right? Allison, she read my diary. She already knew. It wasn't my hair. And if we were wrong about that... Fuck. You think she read it. It's possible she never even opened the diary, and that things are exactly like we always thought they were. But if she did, and they aren't... God, Tyler. Sure. I mean, we could have been wrong. But what good does it do to ask the question now? You mean other than not having to live with the thought that my mom tried to kill me for being me? Tyler, I know you want there to be something to find. Something that'll make it all make sense. But she was unhinged. So that's it then. She was crazy. Nothing else to say. I think we'd be better off if we tried to move on. Why don't we talk to a few people who knew her? See if that book makes any sense to them. People don't want to talk about Marianne. They pretend like that night never happened. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn sie doch vorher so viele Freunde hatte. Muss schön sein, vergessen zu können, oder? Vielleicht weiß Tessa etwas. What about Tessa? She was Marianne's closest friend. Let's ask her about it. Sure. But I'll warn you, she's particularly touchy about this subject. Well, maybe she'll talk to me. I was always her favorite. Operative word, was. But we need to go by the store anyway, to get a few things for the repairs. Great. Two seagulls, one stale hunk of bread. I'm not sure I like that analogy. Listen, I know you don't want to keep talking about this, but you're obviously not going to be satisfied until we do. So let's talk. Warum den Verkauf überstürzen? Stimmt etwas nicht? Haben wir einen Plan? Stimmt etwas nicht? You've been on edge all day. Is there something more going on with you? It's nothing. Pretty sure it's not nothing. And I'd like us to be on the same page. I thought we were on the same page. Sell this place as quick as possible and move on. Es ist mir wichtig. Das Buch hat alles verändert. Es ist mir wichtig. Look, I've already explained why this is so important to me. Why are you still dragging your feet? It's just with the way you avoided this place for the last 3 years, I thought you wouldn't want to spend any extra time here. Oh. So that's what this is about. Maybe a little. Yeah. It's just... You graduated 3 years ago. And this is the first time we've seen each other in person. Ich war noch nicht bereit zurückzukommen. Der Zeitpunkt schien mir nie richtig. Ich war noch nicht bereit zurückzukommen. It's not that I didn't want to see you. I just wasn't ready to be Tyler in Delos Crossing. I tried to visit you. I tried to go to your fireweed graduation. I wanted to bake you a crappy boxed cake and take awkwardly posed photos. I know. But you shut me out. All I got was non-responses and half-assed evasions. Hier geht es nicht um dich. Ich habe mich vor allem versteckt. Hier geht es nicht um dich. Ich habe mich vor allem versteckt. Er scheint aber nicht so, als wenn er sich vor allem versteckt. Also hier geht es nicht um dich. It was about me, not you. And making it about you is really not cool. Seriously? That's it? Seriously. Okay, then. Warum den Verkauf überstürzen? So, I was thinking... Do we need to be in such a rush to sell this place? We've been over this, and we both agreed it's time for a clean break. I know, trust me. I'm not talking about staying for long. Just long enough to get some answers. And you think this house has those answers? Maybe not, but it's a place to start. Well, it would be a shame if there was something to find and
we tossed it out. How about we start digging without putting off the sale? And if it seems like we need more time, we'll talk about it then. Okay. Okay, dann haben wir einen Plan. So, we have a plan? Yep. We ask around about Marianne, but we also stick to our repair schedule. If that's really what you need. All right. Deal. Good. Ollie's diary. It's been a long time since I heard that name. Was I the only one who ever called you that? Actually, no. I used it at Fireweed for a while, until I settled on Tyler. Most people were pretty chill about the switch. Not everyone, though. What do you mean? I had a mentee who refused to call me Tyler. He didn't want my help. He didn't want anyone's help. I'm sorry. I like the name Tyler, by the way. Thanks. Okay, also Tyler hieß er nicht von Anfang an. Olli, vielleicht eine Abkürzung von Olivia? Ne? Wir lesen jetzt mal das Tagebuch. Wir haben so viel. Wir haben die Geschichten, wir haben das Tagebuch. Boah. Ah. Ich kriege immer die Krise. Ich so, Scheiße. Ah, ihr könnt... Oh, okay. Moment, einmal gehen. Oh, ich bin heute so müde. Oh, ich mache mir da jetzt mal einen richtig schönen warmen Kakao. Okay. Mom und Allison haben wieder gestritten. Wenigstens schreit Mom jetzt nicht nur mich an. Es kam mir so vor, als wäre Mom fast eifersüchtig, weil wir ihr nicht gesagt haben, was wir im Wald vorhaben. Ellie meint, wir sollten ihr von unserer Stimme erzählen, aber ich glaube, sie weiß schon davon. Mom hat ziemlich sauer reagiert, als ich sie gefragt habe, ob ich ins Eishockey-Team darf. Als wäre es falsch, weil es ein Jungensport ist. Ich werde aber wieder fragen. Ich probiere es nächste Woche nochmal. Sie hat wieder Nein gesagt. Ich bin so wütend. Warum sagt sie immer Nein? Warum darf ich nie machen, was ich will? Allison und ich haben angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Naja, eigentlich Allison. Sie wollte nicht, dass ich irgendwas verändere. Warum kann nicht einer von den Kobolden ein Junge sein? Okay. Gestern bei Bobby Star Wars angeschaut. Luke ist so cool. Aber Mom hat es rausgefunden und war sehr sauer. Sie sagt, er verherrlicht den Krieg. Zium, zium. Ach so, das soll das wahrscheinlich das Lichtschwert sein, dieses Geräusch. Zium, zium. Okay, Samstag, 5. Februar 2005. Vielleicht wäre Mom glücklicher, wenn ich einfach mache. Was sie will. Wenn sie mich anschaut, sieht sie mich gar nicht. Ich wünschte, ich könnte es ihr zeigen. Ich wünschte, sie würde es verstehen, aber ich glaube, sie will das gar nicht. Allison hat wieder gesagt, dass ich schuld bin, dass Mom wütend auf uns war. Diese Schleimerin. Mom hat seit ein paar Tagen fast nicht mit uns geredet. Ellie hat gesehen, dass sie Seiten aus dem Buch der Kobolde weggeworfen hat. 1.3.2005. Tu dies, tu das. Ich kann ihre Stimme nicht mehr hören. Und diese blöden Namen auch nicht. Ich bin Olli, der Kobold. Achso, das war's schon. Das war's schon. Das war's schön. Okay, das war schön, war schön, war schön. Wir gucken erstmal da. If you squint, you could almost forget Tello's Crossing's only a few miles away. I'm sure Marianne tried to. Can't blame her. We're headed there for supplies later. You ready for that? Yeah, but I was really enjoying a day without assholes. Just a little longer, and every day will be asshole-free. That might be asking a lot. Angucken. Not a bad view, right? I forgot how beautiful it is. Wir lebten in unserer eigenen Welt, als wir den See. Wir lebten als wir den See. Komm. Remember that time we tried to cross the lake after it froze over? Oh yeah. How can I forget? Marianne lectured us for an hour. Well, she wasn't wrong, at least. It was really dangerous. If we'd fallen in, no more goblins. We grew up on this lake. We know how to spot thin ice. Ja, aber trotzdem. Ist immer so eine Sache. I think I'd like to end up somewhere like this. Just not here. Somewhere with more trees than people? Exactly. Just go into it with a little more of a plan than Marianne did. Ich könnte Ranger werden. Already working on it. With my degree, it'll be easy to get a job as a ranger. After you spend a little time in Juneau? Still a maybe on that one. Sprechen, ansehen.
Nice ring. Gift from your boyfriend? Come on. I told you I'm not with anyone right now. Don't rub it in. Why does it look familiar? It was a gift from Eddie. He had them both made at the same time. Both? Oh, wait. Yeah. This ring is supposed to be linked to the one he gave you, in a spiritual way. Do you believe in all that? You mean, do I believe we could be linked in some other metaphysical way? You know, other than the one that already lets us share thoughts and memories. Fair enough. Jetzt könnten wir ja eigentlich aufsitzen, ne? So, dann kommen wir da noch. The glacier's still there. You have to wonder just what kind of stories it could tell. You know, if it had a mouth. Erinnerst du dich an die Eishöhle? Sie dachte, er würde schmelzen. Erinnerst du dich an die Eishöhle? Remember the ice cave? The old bear's den? That's the one. It would have made a perfect secret base if we'd ever been able to find it again. You know, I actually went looking for it a few years ago. Really? No way. So? We found it, but the entrance had collapsed. Ah, bummer. Well, guess we better get going. And here I thought you'd never tear yourself away. Yeah, sorry. Views like this, I just tend to get lost in them. Go ahead. I'll catch up. Need to respond to a message. My sister, the social butterfly. Das kann ich vollkommen verstehen. Ich finde die Aussicht mega geil. Ich könnte auch für den ganzen Tag würde ich wahrscheinlich nur auf der Terrasse da sitzen. Seems we got a trespasser. Whoa. What the fuck? You got 5 seconds to talk me into defending my property. Was? Your property? 5, 4. I'm Tyler. Don't know any Tylers. 3, 2. Sam! Ellie? What are you doing out here, girl? This is our house. Was I talking to you? Sam, put the gun down. This is Tyler. My brother. Are you... brother? Mm. Oh, shit. I guess I heard about all that, but I never... Damn, you look like a real man. So do you, Sam. You know what I mean. I just didn't know they could make a woman look so much like a man. Ich bin ein Mann, ich bin einfach ich. Ich bin ein Mann, ja. Not a woman who looks like a man, Sam. A man. A real man, just like you. Oh, shit. Guess I'm the asshole again. You gotta excuse us, old guys. I really don't. Come on. You kids keep changing the rules. You can't expect us to keep up. Just respect the people are who they say they are. It's not hard. No, it ain't hard, but it just takes some getting used to. We'll get used to it, because we aren't going anywhere. So, what are you doing here exactly? Oh, well, I've been kind of keeping an eye on this place for you, you know? It's like patching the roof, checking pipes, and all that stuff. Thank you, Sam. Oh, yeah, it's, that's no big deal. I just, you know, your mama, she was a special lady. She deserved much better than, you know, what you got. Ist vielleicht der Bär? Didn't you used to help Marianne with repairs and building projects? Oh, yeah. Yeah, seeing as your mama never had a man around, I just, you know, took it on myself to help her keep this place standing. How antiquated of you. Thanks. I guess you two are still aiming to sell the place? That's the plan. Which, by the way, we need your keys. Since apparently you went and changed the locks? Oh, yeah, absolutely. But, selling your mother's house? Are you sure? Bad or good? It's all you've got left of her. Hm. Wer hat sie denn gefragt? Auch ein paar schlechte Erinnerungen. Hm. Auch ein paar schlechte Erinnerungen. Not all. I'm sure the gun she tried to kill us with is still somewhere in there. Tyler! What? What Tyler means is... a fresh start is what we both need. Of course. This place has got to be full of all kinds of bad memories.
But maybe some good ones too. Ja, aber wenn die schlechten überwiegen, so gedrückt halten, um mit Hilfe deiner Stimme zu sprechen. Vielleicht auch ein paar guten. Er ist stockbesoffen. Wir sollten gehen, er ist stockbesoffen. Mhm. Allie, can you hear me? Ty, we can't do this when we're in the middle of talking to someone. But this is pointless. He's hammered. He's always hammered. And who knows? Maybe it'll make him chatty. Now come on. People think our family is weird enough. Everything okay with you two? Yes. No. Oh. All right. Standet ihr zu euch näher? Warte mal, wir sollten gehen, warte. Standet ihr das Puzzle an ihrer Tür? Standet ihr zwei euch nah? Na? How well did you know her? Not as well as I thought. When I heard what happened that night, well, I figured people were bullshitting me. It really surprised you, didn't it? Much as anything ever has. Other folks say they saw it coming. Not me. Okay, meine Lieben, ich muss jetzt aber Schluss machen und sag dann erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.